Falls ihr die erste Episode des Minecraft Story Modes verpasst habt, könnt ihr nochmal hier jetzt auf die Bildfläche klicken und euch die kompletten 5 ersten Parts der Episode 1 angucken. Denn nur dann werdet ihr höchstwahrscheinlich verstehen, was hier gerade in Episode 2 abgeht, wenn ihr es nicht schon bei jemand anders gesehen habt. Von daher, klickt nochmal in die Mitte, während ich hier ein bisschen laber. Und dann könnt ihr euch im Zweifelsfall nochmal die erste Episode angucken, damit ihr versteht, was gleich passieren wird. Ficky Ficky Bang Bang, Lückenfüller Lückenfüller, damit ihr euch überleben könnt, wer draufklickt, oder nicht, Vögelchen, Tomate, Intro ab. Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, willkommen zurück zur zweiten Episode des Story Modes. Es kommt viel zu spät, Entschuldigung, ich war in Berlin, ihr habt das sicherlich gestern schon am Vlog mitbekommen, das ist leider so gekommen ist, dass ich nicht rechtzeitig den Story Mode rausbringen konnte, ist aber auch gar nicht mehr so schlimm, denn ich weiß, dass viele von meinen Zuschauern zumindest bei Paluten geguckt haben und Paluten hat nämlich eine andere Entscheidung getroffen als ich in der letzten Folge der ersten Episode des Story Modes. Das heißt, wir haben eine andere Story als Paluten. Schon mal geil. Die Story Mode Teile, ich denke, das wären 3 Videos werden, je nach Länge. Ich habe es bei Patrick ungefähr nachgeguckt. Der hatte auch, glaube ich, 3 Parts jetzt von der zweiten Episode. Wird bei mir jetzt immer vor dem Minecraft Online Video kommen. Das heißt, jeden Tag um 11 werde ich jetzt einfach den Story-Mode raushauen. Als drittes Video zusätzlich, denn ich weiß, das interessiert nur einen kleinen Part von euch, denn die anderen wollen lieber zusammengeschnittene, krasse Videos. Blieb ich bei, von daher gibt es dann zusätzlich jetzt nur den Story-Mode drauf, neben der Tatsache, den einfach super spät rausbringe. Und ja, dann haben wir es wenigstens komplett, denn wir werden ja den ganzen Story-Mode so oder so durchspielen. Das nächste Mal bin ich hoffentlich dann wieder aktuell dabei. So, wenn es euch gefällt, dass ich das auch mache, dann könnt ihr natürlich jetzt schon einen Daumen nach oben da lassen. Und ich würde sagen, wir fackeln jetzt nicht länger rum, denn wir sind schon wieder bei 2 Minuten und spielen jetzt endlich mal den verdammten Story Mode Episode 2. Los geht's. Start Episode. Ich freue mich. Ein bisschen zumindest. Previously on Minecraft Story Mode. Oh, ich darf das ja gar nicht mehr sagen hier. Heroes can come from unlikely beginnings. And broken friendships can lead to dark rivalry. Ja, das war ziemlich scheiße. Aber auch ein bisschen geil. When the world is in danger, fate calls on the ordinary to do extraordinary. Wir sind doch nicht ordinary. Wir sind extraordinary, motherfucker. And go on journeys they had only dreamed of. Our heroes, thrown together by fate, must now seek help from a legendary inventor. But the question remains, will it be enough to save the world? Alles klar, okay, das war ganz interessant. Stimmt, wir sind ja jetzt, wie gesagt, unterwegs mit... Oh, ich habe leider ihren Namen vergessen, das ist natürlich ein bisschen peinlich. This is so cool! The amount of engineering it must have taken to do this? Zu der Ingenieur. Automated train tracks running all through the Nether, connecting all the different order members. And imagine the scaffolding you'd need to make all this. Das Baugerüst. Elagard was probably fighting off zombie pigmen with one hand. Ja, das ist alles ziemlich beeindruckend auf jeden Fall. This is impressive. Thanks to these rails, we'll be there in no time. We don't get the order back together, the Witherstorm is going to eat everything. Nur das stimmt. Selbst uns. Elgard wird halt die derbste, krasse Tante. Das ist viel besser als das, was Paluten gemacht hat. I hope you're right. We definitely stand a better chance with Elgard's help. Ja, stimmt. Jesse! Oh, Spaßi, wow. Wow, okay, gut. Wenigstens. Hallo. So, noch da. Nice, oh, Alter. Thema Quicktime-Events und so. Great, more gas. Apropos die Stimme von Jesse im Englischen hier ist Patton Oswalt. Das ist der King of Queens, einer der King of Queens Darsteller, meine Güte. Ich komm nicht klar, ich bin tatsächlich ein bisschen. Drücke da, um die Waffe zu wechseln. Oh Gott, jetzt habe ich das Schwert. So really know what you're doing with it. Ja, ich kann die damit zurückschleudern. Alles klar. Gut, das haben wir schon mal. Jetzt. Oh Gott, das hätte bestimmt noch besser gehen können. Kann man angeln eigentlich?
Komm, schieß, 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 schieß. Schieß, schieß, schieß. Batz, Junge! Was ist los? Ah, er kann auch immer noch wechseln, tatsächlich. Läuft bei mir. Hat er vielleicht irgendwas gedroppt oder so? So eine Enderperle, vielleicht wäre die nochmal wichtig. Oh Gott, okay, das sah gerade ein bisschen merkwürdig aus. Was Ruben gemacht hat. Oh, Ruben, okay. Alles klar. Man kann auch auf uns warten. Ich weiß. Maybe we have a chance of getting to Elagard after all. Look, there's the sign. Redstonia. Redstonia. Redstonia, here we come. Wie geil ist das denn? Sehr cool. Voll schön die Animation, wenn sie so um die Ecken sliden. Finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. We're about to meet the greatest redstone builders in the world. Wow. Hashtag Fangirl tot. Hashtag amazing. Someday I really get to visit Redstonia, Elagard's capital city of engineering. Incredible. Do you think Elagard will be willing, you know, to help us? Natürlich wird sie uns helfen. Oh, das ist bestimmt der sickeste Shit jetzt. Und. Also sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. So Sandstone-Dinger mag ich ja immer tatsächlich sehr gerne. Oh, nice. Nice. Geil. Oh, ich liebe sowas. Also das ist bestimmt voll knifflig und so. Und ich bin tatsächlich ein wirklich schlechter Kniffelmensch. Und ich habe mir trotzdem diese Redstone-Geschichten ausgesucht, weil ich das super, super cool fand. Des Weiteren ist der Story-Mode ja tatsächlich sehr schnell nach, also der Episode 2, sehr schnell nach Episode 1 gekommen. Ist auch eigentlich sehr Telltale Games unüblich, wie ich sehr oft gelesen habe. Ich spiele es ja jetzt selber im Livestream, habe hier schon mehrfach gemacht mit Life is Strange ein bisschen. Bisschen schwieriger. Da leben ja Leute. There she is. I am about to enter my dome of concentration, where I will be unreachable for the foreseeable future. But I will emerge when I complete my latest and greatest creation, the command block. Ja, die Denkzentrale, ne? Das hat man immer. Continue working, continue building, and whichever person most impresses me, they shall be my protege. Ready to help usher in a new era of innovation and creativity. Also nochmal so ein Baukontest, okay. Throw the switch. Und der hat eine TNT-Kanone oder was gemacht. Ah, guck mal, da stand sogar tatsächlich. Lustig. Cool. Voll der Think Tank. Jesse, we need to get there before she totally locks herself in. Oh Gott, das wird jetzt nochmal spannend. Oh, Heiliger. Gut, das ist ja schon mal. Hat ja schon mal super funktioniert. Ah, crap. Ja, oh, Scheiße, trifft's ganz gut. Ja, und jetzt? Excuse me, Mr. Calvin, was it? We need to speak to Elagard. It's urgent. Oh, I'm afraid that's quite impossible. Did you hear the speech? She's on lockdown until she completes her next great invention. But lucky for you, I'm here. How can I help you? I mean, Kevin? I'm no Elagard. But I'm still pretty cool. Ich bin ziemlich cool. Sure, ja, genau, Kevin. Du bist ein richtig cooler Dude, auf jeden Fall. No, I'm afraid not. Na dann, bring uns Look, zu ihr. I can tell you're not from around here. Level with me. Who are you? Why do you need to see Elagard? Okay, jetzt glaube ich wichtige Entscheidung. Die Welt We steht vor dem Untergang. I must tell you. Ich habe eine Nachricht von Gabriel. I have a message from Gabriel, okay? Elagard's old friend. You must admit that this all sounds. Ah, komm, glaub mir doch mal. Ich bin ein netter Typ. Ich habe breites Kreuz. Genau, stimmt. This is Gabriel's amulet. It's how I got here. It's how I found Elagard in the first place. Wie haben die die eigentlich gefunden? Oh my. Well, that is interesting. If you'd like, I could send that to Elagard. Maybe that would help your mission. Der klaut das 100 Pro. Might not be a bad idea. Auf keinen Fall. No way. Gabriel gave this amulet Wollte gerade sagen, der klaut no das. No way am I parting with it. Genau richtig. Well, fine then. I don't have time for this. Das ist Unsinn. I'm afraid I have many more things to attend to than answering all of your questions. I must go. Das ist Better so ein Witz. Just take this repeater and disable the stair controls. We don't want any troublemakers disturbing Elagard.
Okay, also ein Repeater bauen höchstwahrscheinlich jetzt. Was? Guess we'll need to get another repeater. Right. Okay, das war einfach gerade mal auf Englisch. Der Untertitel läuft auch. Gut, wo können wir uns einen Repeater klauen? Das Kuhkatapult, Weltklasse. Und Ruben. Ganz fein hinterher. So, das erste Mal tatsächlich wieder in einem offenen Laufsegment. Würde ich mal sagen, legen wir einfach mal den Hebel um. Das ist Sandy. Hello. Hi, Sandy. Why, hey there. I'm Sandy. And what you see before you is the future. The future kind of looks like a lump of slime blocks. Ah, don't let the looks deceive you. This here is a genuine flying machine. Alright. Erzähl mir mehr. Hast du einen Verstärker? Any chance you've got a spare repeater? Sorry, no dice. Was kann deine Maschine so? Flying machine, huh? Does it actually... You better believe it. But only straight up for now. Ich geh mal ganz kurz weg. Well, I'll leave you to it. Looks like you've got a lot of work to do. Well, good chatting with you, but I better get back to work. Okay, the denn... The skies aren't gonna explore themselves. Ich würde super gerne einfach mal den Hebel umlegen. Verwenden. Tschüssi! Oh no. Oh no. No, 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 no. So high. Going so very high. Sorry. Dann lass doch den That's Table okay. nicht... Now that the fear has completely paralyzed me, I'm almost enjoying myself. Tell your friends about my invention. Spent ages on it. Vielleicht hier eine Truhe öffnen. Einfach mal rein, weil die ist ja jetzt weg. Vielleicht hat die einen drin gelassen oder so. Oh man, Stone. Jackpot. Stein. Stimmt. Oh Gott, wie baut man denn einen Repeater? Weil Stone Jackpot hört sich an wie so ein Zwischensegment. Zwischensegment. Willkommen in meinem Hören. Ein Zwischensegment von so einer größeren Quest. Um selber einen Repeater zu bauen. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie man einen Repeater baut. Oh, Alter, er hat einfach so einen riesigen Roboter gebaut. Ansehen. Krasse Scheiße, Alter. Sehr geil. Kann man sowas wirklich bauen? Interessant. Schuljunge. Hallo, Schuljunge. Hey, what's up, what's up? Alter, der hat aber tiefe Stimme von Schuljunge. Here to see the best machine that's ever graced Redstonia's shore. Auf jeden. Some people say I lack modesty. Some people just aren't as great as I am. Erzähl mir von meiner Maschine. Das ist so ein Selbstverliebter. Dann immer auf die Liebe eingehen. Weil das ist so ein geiler Typ. Wie das Wendler-Prinzip. Dem Wendler immer sagen, dass er geil ist und dann gibt er dir, was er will. Yeah, it's huge. It's bigger than huge. It's immense. Does it do anything other than be big? It walks, I think. But most importantly, it'll totally nab me the spot as Elagard's protege. Why am I telling you all this? I'm trying to become Elagard's protege over here, and you're probably all in cahoots with that disco weirdo over there. I'm pretty sure he just enjoys torturing cows. Ach, das ist der Kuhkatapult-Typ. Mal gucken. Are you still here? Shit, ich hätte ihn nach dem Verstärker fragen müssen. Ich dachte, ich kann nur einmal fragen. Also mehrfach fragen. Da ist ein Verstärker. Einfach nehmen. Einfach nehmen. Einfach nehmen. Aber vielleicht kann ich ihn vorher weglocken. Den komischen Lava... Spacken. Ich quatsch mal kurz mit dem. Der Verstärker ist da. Oh, Lava Curtain. That is flashy. Das ist jetzt aber tatsächlich nicht so schwer. Hi. Okay, gut, Hammer. Hey, how's it going? Der ist aber auch so ein bisschen drauf, oder? Here to see the next great revolution in entertainment? Never haven't seen. Pretty amazing. Definitely the sort of creation that Elagard's future protege might make. No. Was what am I looking das? At exactly? This friend of mine is the bovine lava disco. Alter, er ist aber auch fit unterwegs, muss man sagen. A perfect fusion of my two loves, cows and music. Elagard's gonna see it and make me her protege for sure. Brauchst du Hilfe? Need a hand with anything? That's mighty groovy of you to offer, but I'm doing just mighty fine. Mighty groovy. Things. So long as that dunderhead sticks over there. Er tanzt dabei immer noch weiter. Hast du noch einen Verstärker? Actually, I was wondering, can you spare a repeater? Oh, sorry, friend. Actually, just used my last one on this puppy. One of the key components that helps the cows dance. I'm actually gonna keep on keeping on. Enjoy the dancing cows. Just stay away from that little schoolboy, all right? He's never had an original idea in his life.
I saw you over there talking to him. What lies has he been telling you? Oh, God, jetzt wird What's he saying these days? What little lies is he whispering? Er hat hier nichts aus... Hey, I'm not gonna get involved here. Genau, ich wollte gerade sagen, da well, müssen wir don't ein. Believe a word he tells you. Gut. Dann würde ich sagen, wir klauen uns einfach den Repeater. Nee. Hey, 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 what do you think you're doing over there, pal? That's one of the key components of my bovine lava disco. Okay, das heißt, den Typen irgendwie weglocken. Können wir nochmal mit dem Mitschulium reden oder so? Müssen wir irgendwas auslösen, damit wir uns diesen Verstärker klauen können. Been real chatty with that disco friend of yours. What's he been telling you about me, huh? Die beiden gegeneinander aussetzen. Doesn't think I deserve to be Elagard's protege. I told him I wouldn't tell you this, but he thinks you lack creativity. Ja, that you're guck mal, not guck mal jetzt. Inventive. Because he kind of says that you steal your ideas. Hat auch gesagt, gelogen haben wir nicht. Wir sind nur eine Snitch. No good, dirty, disco freak. I've got a bone to pick with you. Yes, 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 yes. Okay, super. Genau das wollten wir. Direkt der richtige Entscheidung. Steal all my ideas, huh? Und dann jetzt kommt der Kunde. That's what you're telling people. Direkt nehmen. Yes, I just call him like I see him. Direkt nehmen. Oh, pst, pst. Oh no, my machine. Oh my cow. Yes, 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 yes. Okay. Something's gone wrong with the clock circuit. The lava isn't switching with the water. Yes, okay, nice. Oh no, your amazing invention. You did this. Ja gut, jetzt können die sich gegeneinander aufhetzen und wir können uns schön davon schleichen. Perfekt. That machine's been a cow death trap since block one. Stimmt, und die Kühe hat er auch echt nicht mehr. Oh, my cows! My poor cows! Entschuldigung. Die Puh am Küchen. Okay, gut, aber wir haben einen fucking Verstärker. Du hast einen Verstärker gestohlen. Ja, läuft bei mir. Alles klar, ich bin ja ein netter Typ. So, gucken wir nochmal hier. Was geht hier? Mabel. Hello there, Welcome to Mabel's Mighty Cowpult! Make your cows soar through the air with a lot of Mega Texana, läuft bei ihr. Das ist so dumm, aber lustig. Be amazed, be astounded. Ich brauche einen Verstärker, vielleicht noch einen zweiten oder so. Hey, you got any spare repeaters? I could really use one. Oh, sorry, friend. Tapped out. Warum sollte man das Kühen antun, ist auch eine große Frage. Oh, spare me the false compassion. Deep down in all people, there lurks the overwhelming desire to throw cows. Habe ich auch manchmal, aber ich werfe auch einfach Kühe. Okay, gut, dann bin ich mal weg, ne? Also, klar, gut, tschüss. Die war tatsächlich ein bisschen weird. Alter Mann, erstmal in die Truhe gucken, bevor man mal mit ihm redet. Ist ja nur eine TNT-Kanone. Erstmal ein bisschen was mecken. Nothing. Worth a shot, I guess. Alter Mann. Hallo. Hi there. What? Look, you're gonna have to speak up there. Alles klar. Oh, I just said hi. Much better. What can I do for you? You wanna see my TNT cannon? Auf jeden. You say something? Speak up now. Zeig uns, wie es geht. How does your machine work? Still a work in progress. But eventually, it'll launch people high into the air so they can see for miles around. Cool, will ich auch mal sehen. Theoretically. Kannst du uns zur Kuppel befördern? What? Can't hear ya. But if it's about getting into Elagard's dome, no can do. Sorry. Schade, okay. Verstärker haben wir eh schon geklaut. Gehen wir mal weg. Ich wollte jetzt nur noch mal mitnehmen. Im Zweifelsfall wäre da noch was Interessantes bei rausgekommen für uns. Katapult. Gucken wir mal. Ansehen. Can't help but notice you checking out my catapult, friend. It's got an easy-to-use lever right there. So feel free to fling a cow, or maybe you'd like to try it on your piggy there first? Oh, believe me, he'll love it. I've never known a cow ist not es, to like ist it. Is it sicher? It's safe, right? I mean, I wouldn't want... Oh, I've never known anything so safe in my life. Okay, Ruben, time for oh, a game God damn, of... Super Pig! Es ist ein fliegendes Schwein. fucking herrlich, Alter. Gut, dann setzen wir hier doch erstmal kurz den Verstärker hin.
Die wir mies gezockt okay, haben. Okay, that's a step in the right direction. Und dann müssen wir mal schauen, da fängt es nämlich schon an mit den ersten wunderbaren Reden. Schauen wir mal. Switch is on. Nice. Okay, good, good. Zweiter. Switch is on. That doesn't seem super useful. I'm working on it, Olivia. These aren't exactly labeled, you know. Dann den letzten ist wahrscheinlich für die Tür von ihr, oder? Bam! Door open. Okay, super. Das mit den Dings hätte die höchstwahrscheinlich aber trotzdem mal mitbekommen. Dass halt die ganzen Fenster runtergegangen sind. Das war ja schon sehr, sehr auffällig. Gut, positiv sind wir auf jeden Fall nicht gestimmt hier oder nicht gestellt. Oh, heilige Mutter. Wow, here it is. Elagard's Redstone Laboratory. Seems more like an entrance or a foyer or something. Don't worry, pal, we'll find her. Würde ich auch sagen. I just hope she can actually help us. So, da sind wir auch schon bei wunderbaren 20 Minütchen und ein bisschen mehr angelangt. Weiter geht es natürlich morgen in der Folge. Wenn es euch bis dato gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, das fliegende Schwein wird geopfert. Es ist so lustig, das ist, glaube ich, mit Abstand bis dato meine Lieblingsszene. Es wirkt manchmal ein bisschen in der Animation so ein bisschen mehr auf Schnelligkeit produziert oder so, aber in jedem Fall sehr interessant. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Ich mache mal kurz hier auf Escape und dann sage ich tschüss, bis dann, haut rein, bis morgen, 10 oder 11 Uhr, je nachdem, wann ich es rausbringe und ciao.